Ja, hallo. Bei dem Video zeige ich euch heute ein App-Review zu dem Spiel. Moment. Tower Blocks. Das Prinzip kennen vielleicht schon einige von euch. Ich finde das Spiel sehr gut. Also spielen, schnelles Spiel, Stadtbauen, Partyspiel, im Zeigerangriff. Ich mache eine Stadtbauen. Moment. Besser, wenn ich schnelles Spiel mache. Also hier pendeln lauter seine Hausteile rum. Und es geht darum, dass ich die Teile absetze, indem ich drauf drücke. Und umso akkurater ich die drauf setze, umso mehr Bewohner kriege ich praktisch rein. Mein Ziel ist natürlich so hoch wie möglich und mit den meisten Bewohnern wie möglich zu bauen. Und umso schiefer man den Turm baut, umso mehr schwankt er natürlich auch. Wenn er zum Beispiel nicht trifft, dann fallen auch Hausteile runter. Manchmal fällt auch ziemlich viel runter. Ganze Blocks. So wie hier. Hier gibt es auch Leben. Dann wie hoch das man schon gebaut hat. Wenn man zum Beispiel kein Leben mehr hat, Spiel beendet. Gebäudehöhe 20. Und das Ziel ist halt natürlich so hoch zu bauen wie möglich. Und zum Beispiel in dem Menüpunkt Stadt bauen geht es darum, eine Stadt zu bauen, verschiedene Stadtteile und verschiedene Arten der Türme. Zum Beispiel hier ist bei dem letzten gibt es einmal den blauen Turm, der ist 10 hoch und ich habe jetzt schon das spezielle Dach. Da gibt es den roten Turm, ich glaube, der ist 20 hoch und hat das spezielle Dach schon. Den grünen Turm, der ist 30 hoch und hat das spezielle Dach. Den gelben, ich bin mir nicht sicher, aber entweder hat er 40 oder 45. Ist der hoch. Und bei dem ist es schon ziemlich schwer. Ja, soweit ist eigentlich zu dem App gesagt. Man kann das Ganze auch mit Facebook verknüpfen. Mit Facebook verbinden. Partyspiel gibt's auch. Das war's eigentlich schon zu diesem Spiel. Ich find's eigentlich ganz okay. Es gibt's auch als Lite-Version. Ich glaube, in der Vollversion kostet es 1,59. Bin mir aber nicht 100% sicher. Verbessert mich, wenn ich es falsch habe. Ja. Ich finde das Spiel einfach ganz okay, wenn man mal schnell Zeit vertreiben will. Aber zum Beispiel für zum Dauerspielen ist nicht geeignet, weil es mit der Zeit auch langweilig und zu anstrengend wird. Ja, das war's eigentlich schon zu diesem Review. Ich sag danke fürs Zusehen. Bitte bewerten, kommentieren und abonnieren.